Vermeide diese Fehler auf deinem Weg ins Jägerleben. Erstens, suche ein Revier, bevor du den Jagdschein hast. Warte nicht, bis du den Jagdschein in der Tasche hast, um dann klingeln zu gehen, ob du mitjagen kannst, sondern suche ein Revier schon 3, 4, 5 Monate davor, bau Vertrauen auf und etablier dich im Revier. Großer Fehler Nummer 2, den man immer wieder hört, kauf dir kein überteuertes Fernglas direkt am Anfang für zum Beispiel 1000 Euro, damit du bei den ersten Ansätzen ohne Waffe, ohne Jagdschein Rehwild oder Schwarzwild beobachten kannst. Es ist Geldverschwendung, du wirst es später merken. Und ich kann das Gefühl verstehen, man möchte endlich ja, irgendwas kaufen, was jagdliches. Waffen kann man noch nicht kaufen, also kaufe ich mir ein Fernglas. Mach's nicht. Lass dich beim Schüsseltreiben nach der Drückjagd niemals dazu überreden, ein kleines Schnäppchen oder ein kleines Bier zu trinken. Alkohol hat im Zusammenhang mit Jagdwaffen oder allgemein mit illegalen Schusswaffen gar nichts zu suchen. Mach das nicht, sonst ist der Jagdschein schneller wieder weg, als du gucken kannst. Bleib stark und bleib stabil.